Michael Burry dürfte vielen aus dem Film Big Short bekannt sein. Der Investor und Hedgefondsmanager wettete 2007 gegen den amerikanischen Immobilienmarkt und sein Plan ging voll auf. Es kam tatsächlich zur großen Rezession und Michael Burry war der Star der Stunde. Sein aktuelles Vermögen wird auf 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und viele Jahre nach dem Immo-Crash geht Burry die nächste riskante Wette ein. Nachdem er bereits letztes Jahr in chinesische Aktien investiert hat, hat er nun nochmal ordentlich draufgepackt. Dies sehen wir im neuesten 13F-File. Dabei handelt es sich um einen verpflichtenden Bericht, den institutionelle Anleger veröffentlichen und damit ihre Investitionen jedes Quartal preisgeben müssen. So hat Michael Burry seine Position bei JD um über 66% erhöht und bei Alibaba waren es sogar ganze 80%. Damit sind die beiden E-Commerce-Riesen die zwei größten Positionen in seinem Depot und machen fast 20% davon aus. Und mit Baidu, der größten Suchmaschine in China, findet sich noch ein chinesisches Unternehmen in seinem Portfolio wieder. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf den chinesischen Aktienmarkt und beantworten die Frage, ob es sich wieder lohnen kann, in chinesische Unternehmen zu investieren. Der chinesische Aktienmarkt ist rein von der Performance einer der schlechtesten aller großen Märkte. Dies sieht man auch am Hang Seng Index, welcher der führende Aktienindex in Hongkong ist. Dieser Index, bestehend aus 50 Unternehmen, hat in den letzten 5 Jahren über 30% eingebüßt. Um jetzt zu beantworten, ob wir vor einer Erholung chinesischer Aktien stehen und diese wieder steigen können, müssen wir erstmal die Gründe für den Kurssturz erläutern. Ein Grund ist die enorme Deflation, welche die Volksrepublik begleitet. Deflation ist das Gegenteil der unsererseits bekannten Inflation und bedeutet, dass das Geld an Kaufkraft zunimmt, während Güter und Dienstleistungen günstiger werden. Diese kommt in China zustande durch die schleppende Erholung nach der Corona-Krise. So hat China nach den harten Lockdown-Maßnahmen, die es während Covid gegeben hat, Schwierigkeiten, die inländische Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen wiederzubeleben. Damit verzeichneten die Verbraucherpreise die längste Serie von Rückgängen seit 2009. Einfach erklärt, geben die Leute in China kein Geld mehr aus und sparen lieber das Geld bzw. bringen es zur Bank. Und das drückt natürlich enorm auf Chinas Wirtschaft. Das zweite große Problem in China ist die sehr hohe Arbeitslosenquote. Und das vor allem bei jungen Leuten. So lag die Quote bei den 16- bis 24-Jährigen 2023 zwischenzeitlich bei 21%. Und wer keinen Job hat, der gibt dementsprechend weniger Geld aus und so schließt sich der Teufelskreis. Und tatsächlich wird es auch skurril. Nachdem die Arbeitslosenquote auf Rekordwerte stieg, entschied sich die Regierung, diese einfach nicht mehr zu veröffentlichen. Offizieller Grund war Optimieren der Statistik. Naja, zurück zum Text. Die genannten Probleme und die Immobilienkrise haben dafür gesorgt, dass auch Aktien stark gefallen sind. Davon sind natürlich auch die E-Commerce-Giganten Alibaba und JD nicht verschont geblieben. Alibaba liegt auf 5-Jahres-Sicht 45% hinten und JD liegt mit einem aktuellen Kurs von 27 Dollar je Aktie weit entfernt vom All-Time-High bei 87 Dollar. Und genau das macht die Sache spannend. Denn wenn sich die Unternehmen gut entwickeln, und das haben JD und Alibaba, aber der Kurs aufgrund anderer Faktoren sinkt, dann kann das nur eins bedeuten. Die Bewertung der Aktien wird attraktiver bzw. die Aktien werden billig. Und genau das ist hier der Fall und wahrscheinlich der Grund, wieso Michael Burry so aggressiv in chinesische Unternehmen investiert. Vor allem Alibaba ist rein von den Zahlen betrachtet schon ein Schnäppchen. Der Price to Cashflow liegt bei Alibaba bei 10. Bei Amazon ist es 4-mal so hoch. JD schneidet mit einem Wert von 6 sogar noch besser ab. Der Umsatz wird Jahr für Jahr gesteigert und so hat sich Alibaba auch einen riesigen Cash-Puffer aufgebaut. So besitzt man 85,5 Milliarden US-Dollar an Cash bei einer Marktkapitalisierung von 190 Milliarden US-Dollar. Das ist sehr beeindruckend. Wir könnten das gleiche Spiel auch für JD spielen. Doch dieses Video soll keine Einzelaktienanalyse sein, sondern den Fokus auf den generellen Markt legen. Denn so gut die Kennzahlen auch sind, es bringt nichts, wenn die Wirtschaft schwächelt oder der Druck der Regierung zu groß ist. Doch auch hier scheint es langsam wieder bergauf zu gehen. So sind in diesem Jahr in den ersten 2 Monaten die Einzelhandelsumsätze verglichen mit dem letzten Jahr um 5,5% gestiegen. Laut Apple haben auch die iPhone-Verkäufe in China wieder zugelegt und auch die Autoverkäufe sind um 17% angestiegen. Bei Elektroautos waren es sogar 40%. Das sind alles Anzeichen dafür, dass die Leute ihr Geld wieder ausgeben und damit die Wirtschaft ankurbeln.
ankurbeln. Und die Erholung der Wirtschaft macht sich auch in den Aktienkursen bemerkt, denn sowohl Alibaba als auch JD konnten year to date wieder etwas am Boden gewinnen. Doch Vorsicht, nur weil die Aktien wieder gestiegen sind, heißt das nicht, dass wir bereits die Bodenbildung gesehen haben. Denn es birgt weiterhin Risiken, in chinesische Aktien zu investieren und man muss beobachten, ob die Erholung der Wirtschaft, die wir in den ersten Monaten dieses Jahres gesehen haben, auch nachhaltig fortgesetzt werden kann. Aber eine Sache darf man auch nicht vergessen. Wir sind enorm abhängig von China und wenn China schwächelt, dann wird das früher oder später auch auf die anderen Märkte zurückfallen. Wenn man jedoch an China und damit an den chinesischen Aktienmarkt glaubt, dann kann es durchaus sinnvoll sein, sich chinesische Unternehmen genauer anzuschauen. Diese sind nämlich ohne Zweifel günstiger bewertet als Unternehmen aus den großen amerikanischen Indizes und haben damit höhere Chancen, eine Outperformance zu erzielen. Doch eine höhere Chance kommt im Aktienmarkt immer auch mit einem höheren Risiko daher. Ich persönlich habe aktuell keine Einzelaktien aus China, aber investiere mit einem Emerging Markets ETF indirekt auch in chinesische Unternehmen. Mir ist aber das Risiko aktuell zumindest noch etwas zu hoch, dies kann sich jedoch in der Zukunft ändern. Und jetzt stellt sich wie immer die Frage, wie du das siehst. Investierst du in chinesische Aktien oder nicht? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.